Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Augen zu und Sonnenseite. Ich freue mich so sehr, dass du da mit dabei bist. Ganz zu Anfang habe ich eine Info für dich, und zwar die 21-Tage-Reconnection-Journey startet wieder am 21.03. Das heißt schon ganz bald. Du kannst dich noch anmelden. Ich werde den Link auf jeden Fall hier unten in die Shownotes reinpacken. Beziehungsweise, wenn du das hier über YouTube hörst oder siehst, dann werde ich das unten unter das Video packen. Und melde dich super, super gerne an. 21 Tage lang werde ich dich begleiten, wieder in die Verbindung zu dir selbst zu kommen, dich mehr annehmen zu können und dich mehr sehen zu können. Alles Weitere findest du aber auch in dem Link eben, den du unten dann in der Beschreibung siehst und findest. Und ja, der erste Durchlauf, der war schon total toll mit schönen Erkenntnissen der Teilnehmerinnen. Und ich würde mich total freuen, wenn du mit dabei bist, diese 21 Tage zu nutzen für dich, für deine Selbstfürsorgeroutine, um einfach so in diesen Shift zu kommen, von Selbstzweifeln hin zu Selbstannahme und Selbstvertrauen und dich einfach mal selbst zu sehen, in deiner Einzigartigkeit zu sehen. Das ist das, was ich mit der 21-Tage-Reconnection-Journey gerne vermitteln möchte, was ich in euch auslosen möchte. Meld dich super gerne, wenn du noch Fragen dazu hast. Ansonsten steige ich jetzt in das Thema ein, und zwar habe ich in den letzten Tagen einmal auf meinem Social Media nachgefragt, was ihr euch gerne wünscht an Themen. Und ein Thema war inneres Kind. Dementsprechend werde ich heute auf das innere Kind eingehen, werde ein bisschen Informationen dazu geben. Und nächste Woche als kleinen Teaser gibt es dann auch eine Meditation zum Thema inneres Kind. Das heißt, du kannst dich da in der Meditation mit deinem inneren Kind verbinden. Und das wird eine sehr, sehr schöne Meditation. Das heißt, schalte dann super gerne auch in der nächsten Woche wieder ein. Wie immer, montags geht eine Podcast-Folge online. Und ich starte ins Thema rein. Als allererstes mal, was ist denn überhaupt das innere Kind? Das innere Kind kann man sich vorstellen wie ein Anteil in uns. Und dieser Anteil, also wir haben ja verschiedene innere Anteile in uns, und das innere Kind ist quasi ein Anteil unserer inneren Anteile. Ja, also wir haben zum Beispiel eben das innere Kind, dann gibt es aber auch so innere Anteile wie zum Beispiel die Verlässliche, die Zuversichtliche, die Lustige, die Eloquente, die Sinnige, die Verrückte. Ja, also du merkst schon, so Charaktereigenschaften, die quasi auch innere Anteile darstellen. Ja, das heißt, jeder Mensch hat, das ist ganz normal, dass jeder Mensch verschiedene innere Anteile hat. Und genauso ist eben das innere Kind auch ein innerer Anteil von uns, und zwar ein ganz, ganz wichtiger innerer Anteil. Und dieser Anteil steht stellvertretend auch für unsere inneren kindlichen Erfahrungen. Ja, das heißt, damit eben auch Glaubenssätze, gute wie schlechte, wenn ich das jetzt mal so sage. Das heißt, fördernde Glaubenssätze, wie aber auch limitierende Glaubenssätze. Und dieser innere Anteil, das innere Kind quasi, also das Kind in uns, hat sich bei uns im Kindesalter eben auch entwickelt. Ja, die meisten Menschen haben aus ihrem Kindesalter tatsächlich limitierende Glaubenssätze auch mitgenommen. Ja, das ist im Endeffekt auch normal und kann, glaube ich, auch nicht wirklich verhindert werden, dass man wirklich gar keine limitierenden Glaubenssätze hat, dass man irgendwie gar nicht irgendwie mal so in Anführungsstrichen schlecht, ja, beeinflusst worden ist. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich. Und diese limitierenden Glaubenssätze haben wir dann oft eben im Erwachsenenalter auch noch in uns, da unser innerer Anteil ja des inneren Kindes auch noch da ist, was quasi verschiedene Dinge in der Kindheit eben auch gelernt hat. Da gehe ich aber auch nochmal drauf ein. Und diese limitierenden Glaubenssätze, das sind quasi innerliche Überzeugungen, welche absolut nicht förderlich sind. Also nicht förderlich für unser Leben sind, für das, was wir eigentlich wollen, für unsere Träume, für allgemein wirklich uns selbst zu verwirklichen. Sie hindern uns nämlich daran, tatsächlich in einem Bereich unseres Lebens zum Beispiel vollkommen frei und losgelöst leben zu können. Sie sind quasi, ja, man könnte das vielleicht auch sagen, manche Glaubenssätze sind tatsächlich in uns wie so eine Blockade. Das heißt, wir haben so einen tiefen Glauben in etwas, dass wir da quasi gar nicht unsere Wahrheit leben können oder unsere Wahrheit nicht sehen können oder auch allgemein die eigentliche Wahrheit nicht erkennen können. Das ist total spannend. Und das erstmal so, was ist denn überhaupt das innere Kind? Das heißt, es ist ein innerer Anteil in dir,
der sich eben gebildet hat, als du noch klein warst, als du noch ein Kind warst. Und dieser Anteil wird immer da sein. Und das ist mit einer der wichtigsten Anteile in uns. Ja, und aber auch ein Anteil, den wir ganz oft einfach auch ignorieren, weil wir einfach nicht wissen, dass der da ist oder wir wollen uns irgendwie nicht damit beschäftigen. Und hier möchte ich auch noch mal kurz einfügen, dass wenn du weißt, dass du spezielle Traumata, wenn irgendwas in deiner Kindheit passiert ist, was ja dich wirklich traumatisiert hat, dann wirklich da auch mal zu gucken, okay, vielleicht wäre eine Psychotherapie hier in diesem Falle auch hilfreich für dich. Das heißt, sei da ganz, ganz fürsorglich mit dir selbst und schau, was du da eben brauchst. Das möchte ich hier unbedingt nochmal sagen, auch vor der Meditation, dass du da guckst, okay, ist das jetzt gerade förderlich für mich? Oder sollte ich da vielleicht lieber ja mit einem Psychotherapeuten dran arbeiten oder vielleicht auch mit einem Coach, je nachdem, um was es sich da eben handelt. Einfach das hier nochmal gesagt. Genau. Und es ist eben so, dass wir meistens also gar nicht wissen, dass dieser innere Anteil überhaupt besteht. Ich wusste das damals auch nicht. Ich meine, woher soll man das auch wissen? Das sagt einem ja keiner im Endeffekt. Das kriegt man in der Schule, glaube ich, nicht unbedingt beigebracht. Bei mir war es auf jeden Fall nicht so. Und wenn es dann aber so in die Richtung persönliche Weiterentwicklung geht und man sich immer mehr mit sich selbst beschäftigt, kommt man wahrscheinlich um diesen Begriff inneres Kind kaum zurück, weil da eben auch ganz viele Menschen drüber sprechen und das eben auch zu Recht, weil es so wichtig ist, weil unsere Kindheit so uns so unfassbar prägt und dadurch, dass wir diese Glaubenssysteme aus unserer Kindheit dann immer noch in uns haben, weil wer soll die halt auflösen, das können wir eben nur selbst, dann nehmen wir das mit in unser Erwachsenenalter. Und haben dann quasi Probleme und Herausforderungen dadurch, dass wir eben aus unserer Kindheit noch diese inneren Überzeugungen und diese Glaubenssätze haben. Und das muss aber nicht so sein. Das heißt, zum Beispiel ganz viele Beziehungskonflikte oder allgemein Konflikte kann man darauf zurückführen, dass wir irgendwelche inneren Überzeugungen aus unserer Kindheit haben. Total spannend. Hier nochmal, wie entstehen denn solche Glaubenssätze und Überzeugungen eigentlich in unserer Kindheit? Es ist so, dass wir, wenn wir Kinder sind, wenn wir ganz klein sind, also ein Kind, also ne, je nachdem, welches Alter du jetzt so auch da vor deinem inneren Auge vielleicht hast, aber als Kind, ich meine, da sind wir halt noch sehr klein und dann bis, was zählt das denn eigentlich? Ab wann ist man denn jugendlich? Ab 13? Und davor ist man auf jeden Fall ja noch ein Kind. Das heißt, als Kind in diesem Alter wollen wir vor allem eins und das ist Sicherheit. Ja, und wir wollen eben Sicherheit und Geborgenheit, weil wir uns ja nicht um uns selbst sorgen können. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt 2 oder 3 Jahre alt bin, dann kann ich mich ja schlecht selbst versorgen. Das heißt, es ist eigentlich ganz schlau ja gemacht, dass wir als Kind erstmal das Wichtigste sehen als ja unsere Sicherheit natürlich, unsere Geborgenheit, dass wir einfach versorgt sind und versorgt werden. Und dementsprechend ist es dann so, dass wir Personen um uns herum idealisieren, vor allem unsere Eltern. Vor allem unsere Eltern werden von uns als Kinder so sehr idealisiert, egal was sie tun. Egal was sie tun. Weil wenn wir das nicht machen würden, ja, also Eltern oder eben, ne, wenn man jetzt vielleicht auch woanders aufgewachsen ist, eben die Personen, die ganz eng an uns dran sind, weil wenn wir diese Menschen in Frage stellen würden, dann wäre unsere Sicherheit und unsere Geborgenheit als Kind ja nicht mehr gewährleistet. Das heißt, wir machen das gar nicht als Kind, sondern wir suchen dann eher die Schuld, die Verantwortung, das Problem bei uns selbst als Kind. Und das ist super, super spannend. Denn ja, was die Eltern sagen, was unsere Bezugspersonen uns sagen, ist quasi Gesetz. Und so nehmen wir dann die ersten Glaubenssätze an. Ja, also mal ganz typisch jetzt hier einfach mal irgendwas, was wirklich genannt worden ist, was wirklich gesagt worden ist, was man so kennt, ist jetzt zum Beispiel so ein Satz wie Indianer weinen nicht, sei kein Mädchen oder sei lieb, sei nicht immer so laut, sei doch nicht so schüchtern, du bist viel zu leise oder solche Sachen oder du redest immer zu viel oder sei doch mal ruhiger oder all solche Dinge, die können tatsächlich dann in einem Menschen schon einen Glaubenssatz eben hervorbringen. Okay, sei kein Mädchen. Das heißt, wenn ich Emotionen zum Beispiel zeige, dann ist das nicht richtig. Das heißt, der Glaubenssatz könnte dann sein, der limitierende Glaubenssatz, ich darf keine Emotionen zeigen.
Oder wenn zum Beispiel irgendjemand gesagt hat, das kann auch in der Schule zum Beispiel passieren, oder irgendwelche Freunde können einem das zum Beispiel gesagt haben, aber ganz viel passiert da eben auch in der Schule. Was mich zum Beispiel sehr, sehr geprägt hat, ist immer wieder hören zu müssen, dass ich zu leise bin, zu schüchtern bin. Ja, ich habe einfach als Kind war ich eher ein bisschen zurückhaltender und das ist ja eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Ja, aus meiner Sicht jetzt. Aber ich habe halt immer wieder gehört, ich bin zu leise, ich ziehe mich zu sehr zurück, ich sollte doch mehr mit den anderen Kindern spielen. Und das steht wirklich schon in meinem allerersten Zeugnis mit drin. Und das ist so eine Sache, die ich halt immer wieder dann gehört habe. Und immer wieder aber so als negativ quasi. Und für mich dann auch als negativ auch wieder aufgenommen habe und dann wieder gedacht habe, okay, ich bin zu leise, ich bin zu schüchtern, ich bin so nicht richtig und ich muss mich verändern. Und das daraus dann eben, ich bin nicht gut genug. Und so, vielleicht siehst du das so an diesem Beispiel ganz gut, wie sich dann sowas entwickeln kann, dass du dann in deinem Erwachsenenalter dann immer noch zum Beispiel von dir glaubst, dass du nicht richtig bist, so wie du bist, weil damals eben die Menschen zu dir gesagt haben, du bist zu leise, zum Beispiel. Und so passiert das dann eben, dass wir solche Glaubenssätze, solche limitierenden Glaubenssätze in unserer Kindheit quasi aufbauen und dann mit in unser Erwachsenenalter mitnehmen. Und das ist dann quasi unsere Wahrheit. Das ist dann meine Wahrheit gewesen. Ich bin zu leise, zum Beispiel. Ich bin zu schüchtern. Ich muss anders sein. Ich muss so sein wie die anderen Kinder. Ich muss laut sein. Ich muss ganz offen sein. Ich muss bei jedem neuen Menschen 1000 Fragen stellen. Und ich muss am Tisch immer die sein, die das Gespräch führt. Und solche Dinge hatte ich dann wirklich in meinem Kopf. Wollte mich ganz arg verändern. Hab dann gegen mich selbst gekämpft und so funktioniert es halt einfach nicht. Das heißt, wenn du dann gegen dich selbst kämpfst, dann ist das einfach nicht der richtige Weg, weil du bist so, wie du bist. Du bist einzigartig, du bist gut, so wie du bist. Und wenn du aber dagegen ankämpfst, was du bist, dann bist du in einem ständigen Kampf, den du quasi gar nicht gewinnen kannst. Weil sobald wir in den Kampfmodus zu uns selbst gehen, fehlt uns da diese Selbstliebe, diese Selbstfürsorge, dieses Sanfte zu uns selbst, sondern es ist so hart einfach gegen uns selbst und eben auch gegen uns. Das ist so eigentlich dieser Satz, den man hier so raus, den man so highlighten kann, gegen sich selbst, sondern wir wollen ja mit uns arbeiten und mit uns vielleicht dann auch in das Wachstum kommen, aber eben nicht gegen uns arbeiten. Und genau das ist das dann eben. Diese Glaubenssätze entstehen aber nicht nur dadurch, dass jemand etwas sagt zu uns, wenn wir noch ein Kind sind, sondern das kann auch quasi indirekt sein. Das heißt, wenn zum Beispiel dein Vater ist nie zu Hause, es könnte sein, dass du dann als Kind davon ausgehst, okay, nicht, Papa ist nicht da, der sollte sich mal mehr um mich kümmern, sondern du wirst dann eher vielleicht denken, okay, Papa ist nie da, wahrscheinlich bin ich nicht so wichtig für ihn und das, deshalb ist er halt nicht da und kümmert sich nicht genug um mich. Ich bin vielleicht auch nicht liebenswert genug, als dass Papa hier immer zu Hause ist und sich auch ja um mich kümmert und mir auch diese Liebe gibt und diese Zuneigung, diese Zeit gibt, die ich eigentlich brauche. Und so können eben dann auch limitierende Glaubenssätze entstehen, weil wir quasi Situationen als Kind für uns so drehen, dass dann in dem Falle unser Papa nicht schuld ist und nicht irgendwie schlecht ist oder ja, nicht irgendetwas verändern sollte oder irgendetwas vielleicht nicht ganz ideal macht, weil wir ihn ja idealisieren, sondern wir suchen das Problem dann hier bei uns und integrieren dann vielleicht in unser System, ich bin nicht liebenswert. Ist der Glaubenssatz dann einmal da, bleibt er eben auch meistens dort, wo er ist, es sei denn, wir tun etwas aktiv dagegen. Und wie gesagt, vorhin auch schon, wo bekommt man das irgendwie beigebracht, dass man vielleicht einen inneren Glaubenssatz haben könnte, einen limitierenden, und dass man den aber auflösen könnte? Oder dass ein Streit immer dadurch entsteht, weil man einfach aus, ja, der Kindheit irgendwelche Glaubenssätze übernommen hat, die einem halt jetzt einfach nicht gut tun. Und das ist so, so spannend, so, so spannend, aber eben bietet uns einfach so eine krasse Chance, Dinge auch zu verändern. Und deshalb hoffe ich, dass diese Podcast-Folge dir da heute vielleicht auch irgendwo, ja, die Augen öffnen kann oder dass du irgendwie eine Einsicht hast, eine Erkenntnis hast. Das würde mich eben für dich dann total freuen.
Genau, also dann haben wir dann eben diesen Glaubenssatz dann zum Beispiel in uns, ich bin nicht gut genug, ich muss mich verändern, ich muss anders sein, ich darf nicht so sein, wie ich bin, es ist gefährlich, ich selbst zu sein oder ähnliches. Und diese Glaubenssätze, diese limitierenden Glaubenssätze machen dann natürlich unser Leben ziemlich schwer. Ja, also ziemlich schwer im Sinne von, dass wir dann zum Beispiel wenig Selbstvertrauen haben, dass wir dann Angst haben, unsere Meinung zu sagen, dass wir vielleicht Konflikten aus dem Weg gehen oder sogar Konflikte irgendwie hervorrufen, dadurch, dass wir irgendwie so einen limitierenden Glaubenssatz, so eine Überzeugung in uns selbst, über uns selbst und vielleicht auch die Welt sogar auch haben. Ja, weil viele Glaubenssätze sind auch gar nicht konkret gegen uns vielleicht gerichtet, sondern auch gegen die Welt, wie zum Beispiel Menschen sind schlecht. Ja, wenn wir das zum Beispiel mitbekommen haben, irgendwie von unseren Eltern zum Beispiel, dass sie immer gesagt haben, du musst aufpassen mit Menschen, du darfst Menschen nicht vertrauen, dann nimmst du diesen Glaubenssatz gegebenenfalls mit in dein Erwachsenenalter oder das ist sehr wahrscheinlich. Und dann bist du immer misstrauisch Menschen gegenüber, weil eben zum Beispiel deine Eltern oder ein Elternteil dir damals gesagt haben, dass du aufpassen musst, weil Menschen gefährlich sind, weil man Menschen nicht vertrauen kann, einfach nur weil sie es selber irgendwie so für sich ja angenommen haben, ja, aber das muss eben nicht deine Wahrheit sein. Und hier kann man dann eben auch ganz toll schauen, ist das überhaupt meins? Woher kommen diese Glaubenssätze? Sind diese Glaubenssätze tatsächlich von mir oder habe ich die vielleicht irgendwo eben übernommen, in der Kindheit zum Beispiel? Und da eignet es sich total gut, sich mit dem inneren Kind eben zu verbinden. Was kannst du jetzt also ganz konkret tun, wenn du glaubst, dass du ja, vielleicht mal mit deinem inneren Kind Kontakt aufnehmen könntest, weil du das vielleicht überhaupt noch nie gemacht hast, weil du vielleicht auch Glaubenssätze einfach mal aufdecken möchtest. Was kannst du tun? Also du kannst auf jeden Fall immer, immer, immer in Kontakt zu deinem inneren Kind kommen und diesen Kontakt aufbauen. Du kannst das jetzt in diesem Moment machen, kannst du deine Augen schließen und dich mit deinem inneren Kind verbinden. Das funktioniert eigentlich relativ einfach, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und so kannst du dann Glaubenssätze und auch Glaubensmuster für dich entdecken, auflösen und sogar ersetzen durch etwas Positives, und zwar durch deine eigentliche Wahrheit. Denn die eigentliche Wahrheit ist, dass du absolut in Ordnung, dass du absolut perfekt so bist, wie du bist, dass du einzigartig bist und dass du vor allem auch gut genug bist, weil das ist im Endeffekt die Wahrheit eines jeden Menschen und nicht, dass man irgendwie fehlerhaft ist, dass man irgendwie anders sein müsste und so weiter. Und besonders gut, um sich mit dem inneren Kind zu verbinden und vor allem auch limitierende Glaubenssätze aufzulösen und zu entdecken, ist auf jeden Fall die Hypnose, weil man damit eben in Kontakt zu dem Unterbewusstsein kommt und quasi dieser Türsteher, der im normalen Wachzustand vor dem Unterbewusstsein steht, dass man den so ein bisschen beiseite schieben kann. Denn es ist nämlich erwiesen worden, dass 95% unserem Denken, unserem Handeln, dass das wirklich aus dem Unterbewusstsein herauskommt. Und das heißt, das kriegen wir gar nicht so richtig mit. Also ich habe auch immer gedacht, ich bin so total der bewusste Mensch. Aber 95% sind einfach aus dem Unterbewusstsein heraus. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Dementsprechend sage ich auch immer, Hypnose ist einfach so ein tolles Tool und ich finde, jeder sollte Hypnose mindestens einmal gemacht haben, um einfach zu sehen, was das mit einem machen kann, wo einen das hinbringen kann, weil Hypnose bringt dich eben in dein Unterbewusstsein. Das heißt, du kannst dann hier wirklich deine wirklichen Glaubenssätze wirklich erkennen, entdecken, ja, und dann auflösen und dann direkt ersetzen. Das heißt, direkt das Positive hinterher schmeißen sozusagen in dein Unterbewusstsein, sodass du dann eben nicht mehr glaubst, okay, ich bin nicht gut genug, sondern ich bin gut genug. Denn das ist alles nur damals aufgenommen worden von irgendwo und das ist eigentlich gar nicht meine Wahrheit. Und überleg dir mal, wenn du wirklich anfängst zu glauben, dass du gut genug bist, wie sich dein Leben dann verändern kann. Weil wir handeln ja auch komplett danach. Wir handeln ja komplett nach unserem Glaubenssystem. Weil wenn wir glauben, dass wir nicht gut genug sind, dann handeln wir ja auch danach. Dann können wir auch gar nicht daran glauben, dass unser Partner uns vielleicht liebt oder dass wir liebenswert sind, dass wir ja, dass wir auch Freundschaften wert sind und so weiter. Ja, also Selbstwertgefühl spielt da auch wieder eine ganz große Rolle. Deshalb, ich liebe, liebe, liebe Hypnose. Wenn du dich dafür interessierst, melde dich total gerne bei mir. Ich bin ja auch Hypnose-Coach. Das ist also eine super, super Möglichkeit, auf jeden Fall sich mit dem inneren Kind zu verbinden, aber auch allgemein Glaubenssätze zu entdecken und auch aufzulösen.
Andere Möglichkeit, wie du noch mit deinem inneren Kind in Verbindung kommen kannst, ist Meditation. Wie gesagt, nächste Woche gibt es ja dazu eine Meditation. Journaling auch. Das heißt, dir wirklich Dinge aufzuschreiben, Gefühle aufzuschreiben, Gedanken aufzuschreiben, wie in so ein Tagebuch sozusagen, dass du dir das einfach mal auf ein Blatt Papier oder eben in ein Journal aufschreibst. Was denke ich? Was glaube ich über mich selbst? Was sind denn überhaupt so Überzeugungen auch, die ich über mich selbst habe und die Welt habe? Die vielleicht einfach mal aufzuschreiben, dabei vielleicht die Augen zu schließen, selber sich vielleicht ja in so einen Entspannungszustand auch zu bringen und das dann wirklich mal mit einer schönen Musik vielleicht eine Kerze anmachen, einen schönen Tee trinken, ja, also so sehr in die Entspannung kommen, wie es nur geht, denn umso mehr kannst du eben aus deinem Kopf herauskommen, ja, und ins Herz kommen und wirklich in deine Seele kommen und von dort aus eben schreiben und nicht vom Kopf, weil der Kopf, das ist eben nur 5% und da ist eben noch so viel mehr. Und das kann ich dir sehr ans Herz legen, wirklich mal in die Entspannung zu gehen und dann mal aufzuschreiben, mal auszujournalen. Was sind denn so deine Glaubenssysteme? Was beschäftigt dich gerade? Was sind vielleicht Konflikte, die immer wieder da sind? Und da auch mal zu gucken, woher kommt denn vielleicht der Konflikt? Was denke ich denn überhaupt? Auch in der Beziehung. Also die Beziehung ist sowieso, wenn man in einer Beziehung mit einem Partner ist, das ist der absolute Spiegel für einen. Deshalb gibt es ja auch so oft Streit, weil man ja einfach auch so eng miteinander ist und weil der Partner einen so viel spiegelt und damit quasi so dieses eigene Glaubenssystem antriggert, was man aber anstatt man auf den Partner dann losgeht, dann einfach mal sagen kann, okay, ich ziehe mich mal zurück und ich reflektiere jetzt mal für mich mein eigenes Glaubenssystem und guck mal, was mich daran jetzt eigentlich gerade so stört. Ist das jetzt wirklich, bin das jetzt gerade wirklich ich? Oder ist das vielleicht eine Überzeugung von meinem Anteil des inneren Kindes? Mega spannend, da wirklich mal hinzugucken, kann ich dir sehr ans Herz legen. Wenn das jeder machen würde in einer Beziehung, dann sehen die Beziehungen echt anders aus. Und es ist halt wirklich meistens so, dass Dinge einfach nur in uns getriggert werden, aber dass es eigentlich gar nicht der Partner ist. Also der Partner ist nicht immer das Problem, sondern tatsächlich eigene Überzeugungen, was man vielleicht auch über sich selbst denkt. Wenn man zum Beispiel über sich selbst denkt, ich bin nicht gut genug, dann versucht man. Vielleicht, also ich möchte das jetzt nicht auf jeden beziehen, aber dann versuchen viele Menschen, wollen dann ganz viel Aufmerksamkeit und Bestätigung vom Partner haben, weil sie von sich selbst denken, dass sie nicht gut genug sind. Das heißt, jemand anderes muss ihnen dann sagen, dass sie gut genug sind. Als kleines Beispiel. So krass vertreten einfach in Beziehungen. Ich meine, kenne ich natürlich auch von mir selbst. Ich habe mich ja damals auch nicht gut genug gefühlt. Und ab und an habe ich das auch noch, dass ich glaube, dass ich nicht gut genug bin. Das kommt auch immer wieder, weil das sind halt einfach teilweise ganz starke Glaubenssysteme, die man einfach hat. Und man kann sich ja in so vielen Lebensbereichen nicht gut genug fühlen. Und dass man da manchmal dann im Außen auch einfach nach dieser Bestätigung sucht, obwohl man sie natürlich im Inneren suchen sollte. Ja, und immer wieder ins Innere eben zurückkommen sollte. Denn andere Menschen sind einfach nicht dafür verantwortlich, dass du dich gut fühlst, dass du dich gut genug fühlst. Das ist tatsächlich deine Verantwortung. Und deshalb ist es eben so kraftvoll, in Kontakt mit dem inneren Kind zu kommen, weil du dir quasi selber das Gefühl geben kannst und die Wahrheit geben kannst, ich bin gut genug. Eine weitere Sache, die du machen kannst, um in Verbindung zu kommen zu deinem inneren Kind und da mal zu gucken, so was ist denn da eigentlich so los, kannst du neben Meditation, Journaling und Hypnose natürlich Coaching auch noch in Anspruch nehmen. Das heißt, dir eine Person dazu holen und das mit dieser Person zusammen machen. Das habe ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, aber gehört natürlich auch mit dazu. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, du kannst einen Brief schreiben. So kraftvoll. Du kannst einen Brief schreiben aus der Sicht deines inneren Kindes an dich jetzt, das heißt an dein jetziges Ich. Oder eben, dass du aus deiner jetzigen Perspektive, also aus deinem Ich jetzt, aus deinem Gegenwarts-Ich, einen Brief an dein inneres Kind schreibst. Und ich gebe dir hier mal ein Beispiel, was du da zum Beispiel machen könntest. Wenn du möchtest, dass dein inneres Kind bzw. dein jüngeres Ich an dich einen Brief schreibt, wenn du das so machen möchtest, dann könntest du aus der Sicht, also du kannst dir dann auch wieder so in so einen Entspannungszustand gehen, machst es dir gemütlich und schaust einfach mal aus der Perspektive deines jüngeren Ichs, deines inneren Kindes, was fühlt dein inneres Kind? Ich gebe dir mal hier so ein paar Beispiele.
dass du aufschreibst, ich fühle XY. Ja, also aus der Sicht deines inneren Kindes zum Beispiel, ich fühle mich alleine, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich einsam, ich fühle mich gut, ich fühle mich voller Lebensfreude. Das kann natürlich auch sein. Ja, das sind natürlich nicht immer negative Dinge, sondern es dürfen ja auch gerne positive Dinge sein. Also ich fühle, dann ich bin und das kannst du dann weiterführen. Ich habe, ich brauche, ich wollte, ich möchte. Das sind so Anfänge von Sätzen, die du dann gerne mal weiterführen kannst. Also ich fühle, ich bin, ich habe, ich brauche, ich wollte, ich möchte. Also als kleine Hilfestellung, wie du dann diesen Brief ja ein bisschen gestalten kannst und schau einfach dann mal, was auch so fließen möchte. Und vertraue dir da auch selbst, dass du da nicht viel nachdenken musst, sondern dass du da auf dein Herz und auf deine Seele wirklich achten darfst. Was du sonst noch machen kannst, ist in diesem Brief Fragen stellen an dein jetziges Ich. Also irgendwelche Fragen, die dein inneres Kind hat an dein jetziges Ich. Und wenn du einen Brief schreiben möchtest von deiner jetzigen Situation, also deinem jetzigen Ich, an dein jüngeres Ich, du kannst übrigens natürlich auch beides machen, kannst du mal schauen, okay, was braucht mein inneres Kind und das dann eben in einem Brief verfassen. Zum Beispiel, ich sehe dich. Es tut mir leid, dass ich liebe dich, ich bin für dich da, ich bin ab jetzt für dich da, du bist gut genug. Oder wenn du hast für dich als Wahrheit angenommen, dass du nicht gut genug bist, aber ich möchte dir heute sagen, dass du gut genug bist. Ich möchte dir heute sagen, dass du alles richtig gemacht hast. Ich möchte dir heute sagen, dass du wertvoll bist. Ja, also schau da wirklich mal, was da so von dir aus deinem Inneren heraus wirklich kommt. Was möchtest du deinem inneren Kind sagen, deinem jüngeren Ich sagen? Und das ist eine so kraftvolle Übung, sich ja da auch wirklich mit den Emotionen auseinanderzusetzen, die man jetzt hat oder die man auch als inneres Kind, als Kind hatte. Es ist wirklich so kraftvoll, da einfach mal hinzugucken und sich einfach mal damit zu beschäftigen. Und du wirst sehen, wenn du schon, wahrscheinlich jetzt, wenn du schon diese Podcast-Folge hörst, da wird sich schon was in dir verändern, weil du einfach schon in diese Beobachterposition kommst. Dass man da mal wirklich reinzugehen und zu gucken und überhaupt erstmal auch zu wissen, es gibt diesen Anteil des inneren Kindes, dieses innere Kind, das lebt noch in mir. Und ich darf diesem inneren Kind auch Raum geben und ich darf mich mit diesem inneren Kind auch regelmäßig verbinden. Und ich darf auch im jetzigen Zustand, also im Erwachsenenalter, darf ich jetzt auch Dinge machen, die mein inneres Kind nähren. Ja, einfach mal auf einen Hüpfburg gehen, Skateboard zu lernen, Zuckerwatte zu essen, den Schokoladenkuchen zu backen mit Smarties, den man damals als Kind so gerne mochte. Dich die Fingernägel bunt anmalen, was auch immer es ist, ein Bild malen, da auch wirklich zu gucken. Ja, so kannst du auch immer wieder in deinem Alltag dich mit deinem inneren Kind verbinden, indem du einfach auch Dinge machst, die dein inneres Kind halt total gerne mag, die du früher als Kind auch total gerne mochtest. Und ja, das mal so für dich, wie du das dann auch so im Alltag für dich eben integrieren kannst, wie du dich wirklich auf täglicher Ebene vielleicht auch mit deinem inneren Kind verbinden kannst. Du kannst dich auch jeden Morgen zum Beispiel mit deinem Journaling fragen, was kann ich heute meinem inneren Kind Gutes tun oder was braucht mein inneres Kind heute? Was möchte mein inneres Kind heute vielleicht auch erleben? So, so kraftvoll. Und ja, so schnell geht eine halbe Stunde schon wieder rum, knapp eine halbe Stunde. Und ja, das innere Kind, das ist auch ein Teil der 21-Tage-Reconnection-Journey. Es wird auf jeden Fall einen Tag geben, wo wir uns nochmal ganz konkret wirklich mit dem inneren Kind verbinden und ich nochmal was über das innere Kind erzähle. Also wenn du da nochmal tiefer einsteigen möchtest, dann ist die Reconnection-Journey auch was für dich. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Dinge. Es gibt Moon Magic. Wir gehen wirklich auch nochmal auf Glaubenssätze ein. Es wird Geschichten geben, die dich zum Nachdenken anregen. Es geht um Chakren. Ja, also ich gehe an einem Tag auch nochmal auf die Chakren ein. Es wird Meditationen geben, natürlich Coaching-Tools, Teaching-Input. Das heißt wirklich 21 Tage lang
Dinge, die ich selber für mich als gut empfunden habe, die mir selbst dabei geholfen haben, mich anzunehmen, mich als gut genug zu sehen, mich als einzigartig zu sehen und mir auch zu helfen, wirklich in meinem Leben für mich selbst loszugehen. Das sind wirklich alles Dinge, die ich selber gemacht habe und wo ich selber einfach so einen Unterschied für mich gesehen habe. Es gibt Journaling-Impulse. Es gibt auf jeden Fall auch Emotional Release-Anleitungen. Das heißt, wie kannst du ja deine Emotionen auch leben und loslassen? Es gibt auf jeden Fall auch einen Tag, da wirst du dich mit deinem Past Self, also mit deinem vergangenen Ich und mit deinem Future Self, also mit deinem Zukunfts-Ich verbinden. Es gibt Orakelimpulse. Es gibt auch Angst-Check-ups, also wenn Angst für dich ein Thema ist, da geht es auf jeden Fall auch drum in den 21 Tagen. Also es ist ganz, ganz viel drin. Wirklich, ich habe versucht, so viel wie es geht reinzupacken, was ich selber für mich gemacht habe und für mich als absolut gut und als absolut transformierend bewertet habe. Und genau, wie gesagt, ich werde den Link auf jeden Fall unten in die Shownotes packen. Schau da total gerne nach. Frag mich auch gerne, wenn du da irgendwie noch eine Frage zu hast. Du kannst dich auch sofort anmelden. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir beide gemeinsam durch die 21 Tage gehen und wirklich da für dich deine Selbstfürsorgeroutine etablieren. Wenn du da in den 21 Tagen mehr zu dir finden kannst und dich mehr annehmen kannst und dich vor allem auch erstmal kennenlernen kannst, was wir ganz am Anfang machen werden, da freue ich mich dann wirklich sehr, sehr, sehr drauf, sodass du dann ja nach den 21 Tagen deinen Selbstwert spüren kannst, dass du spüren kannst, dass du neue Möglichkeiten ja in dein Leben einladen darfst, dass du verstehen darfst, warum du genauso wie du bist richtig bist und ja einfach in deine Selbstannahme trittst und für dich losgehst. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Vergiss nicht, nächste Woche Montag gibt es hier die innere Kind-Meditation. Da kannst du dich nochmal ganz aktiv mit deinem inneren Kind verbinden. Hier an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für die Bewertungen des Podcasts. Es kommt auf jeden Fall mindestens zu jedem Podcast jetzt schon eine neue Bewertung aus Spotify bzw. Apple Podcasts. Vielen herzlichen Dank dafür. Das bedeutet mir unfassbar viel. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir auch total gerne eine Bewertung auf Spotify oder eben Apple Podcast da. Ich sehe das dann ja auch immer sofort und ja, freue mir dann immer einen Ast ab. Und ja, wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Hast du noch irgendwelche Fragen zum Thema inneres Kind? Schreib mir auch gerne auf meinen Social Media Kanälen. Ich bin ja fast überall schon mittlerweile vertreten. Findest du auch unten in den Shownotes die Links. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Verbindung zu deinem inneren Kind und wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche Montag hier zu der inneren Kind-Meditation. Mach's gut!